Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Barista Simulator. Ich bin schon mal sehr gespannt auf dieses Game. Das kam, glaube ich, vor 2, 3 Wochen oder irgend sowas kam es raus. Also auf jeden Fall noch nicht allzu lange her. Die ersten Hotfixes sind auch schon drüber gelaufen. Das heißt also ein paar weniger Bugs. Trotzdem schätze ich, dass es hier immer noch einige Bugs gibt. Es ist immerhin im Early Access. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal hier mit einem New Game. Von den Sprachen her, leider ist es nur in Englisch, Japanisch, Türkisch und noch irgendeiner Sprache verfügbar, nicht in Deutsch, aber ich denke mal, dass das egal ist. So, Coffee Shop Name ist Boba's Coffee. So, und ich würde sagen einmal Start Game. Und dann bin ich sehr gespannt, was wir hier genau machen müssen. So ein kleines bisschen denke ich mal, dass es ähnlich ist wie der Fast Food Simulator, wo du dann so einen kleinen Kaffeestand hast und erstmal so ein paar Kaffee herstellen musst. Und später wird dann wahrscheinlich noch das ein oder andere Essen dazukommen, vermute ich jetzt einfach mal. Aber warten wir es mal ab. So, okay, schön. Also wir haben wieder mal, wie in so vielen Simulators, ein Haus, Interact mit E und okay, Close. Wir werden schon sehen, wo es hinführt. Enter the Shop. Also hier können wir auf jeden Fall interacten, also sprich schlafen. Okay, von der Geschwindigkeit finde ich es in Ordnung. Naja gut, und das Haus ist ja direkt daneben, also... Aber wir kommen nicht auf die Straße. Okay. Ich weiß nicht, was das sein soll. So eine Art Highway hier. Naja. Was haben wir hier hinten? Rennen kann ich jedenfalls nicht. Da haben wir Stromkästen. Ich vermute mal, dass ich hier Parkplätze freischalten kann. Wir schauen halt erst mal außen rum, ne? Da ist noch Klebeband an der Tür. Da ist ein Loch im Boden, noch ein Loch im Boden. So, Boba's Coffee. Sorry, we are closed. Oh. Utility-Menü. Also wir haben ein Utility-Menü. You can use the useful features. Okay, also das sind halt die ganz normalen Werkzeuge, ne? Okay, und in dem Fall geht es mit Space auf. Pick your garbage. Okay. Das ist ja wohl dann das da, ne? Da liegt eine einzelne Zigarette und... Achso, da müssen wir irgendwas anderes nutzen. Da auch. Das heißt, das da kann ich noch wegmachen. Vielleicht die Klebebänder noch. Achso, das ist dann wahrscheinlich wieder ein Ausbau. Keine Ahnung, warum da Zigarettenschachteln rumliegen. Ist denen nichts anderes eingefallen? Vielleicht irgendwelche leeren Becher oder sowas? Ah, okay, und das ist unser Regal. Fusebox. Increase the cleanliness level of the shop to 1. The cleanliness. Okay, schauen wir mal. Basin. Skill Unlocked Brooming. So, damit habe damit haben wir jetzt erst einmal alles. Elektrizität. Turn on the fuse box in the warehouse. Okay, das ist dann das Ding hier. Gut. Supply Cargo. Use the main computer for Coffee Management. Was haben wir da? Coffee Receipt Book. Ah, die kann ich dann freischalten. Okay, da gibt es auf jeden Fall einige. 4, 8, 12, 16, fast 20, also 19 Rezepte. Nice. Okay. Refuse gibt es natürlich keine. Coffee Upgrade. Die müssen wir kaufen, ganz klar. Coffees, $25. Oder generell müssen wir was kaufen, ne? Okay. Cups. You cannot buy more. Alles klar. Dann einmal auf den Warenkorb. Das heißt, wir können jeweils nur eine Packung kaufen. Ist in Ordnung. So. Shop. Ah, die Kaffeemaschinen oder Espressomaschinen sollen wir ordern. Machen wir natürlich. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Jetzt haben wir noch $20. Skill unlocked. Irgendwas mit Espresso. Cargo Noob. Skillung. Ah, man kann sich sogar hochskillen. Das ist nice. Decorations kann man noch machen. Und ich kann mir Geld leihen, was ich natürlich ungern machen würde. Was haben wir da? Big Coffee Cup. Insuffizient Stock. Da draußen ist irgendwas. Was haben wir hier? Achso, das ist das Rezept drüben. Rezept, das Regal. Okay, meine Lieferung kommt im Grunde hier an dem Ding hier. Ah, Pick Up ist nehmen. Wo stelle ich ihn dich hin? Hier, oder? Rotate mit Q und mit E. Oh, das ist sogar stufenlos. Nice. Ups. Espressomaschinen. Okay, das muss ich einfach mal ausprobieren. So, ein Packerl haben wir noch draußen. Man muss hier keine Tür aufmachen, das ist schon mal gut. Interact. Und das stellen wir wahrscheinlich dann hier in das Regal rein. Jawohl. Und dann passt es. Was haben wir hier? Ein Shelf. Interact. China Coffee Beans Standard Place All. Okay, dann haben wir das quasi reingefüllt. Was ist das da? Okay. Open your shop and wait for your first customer. Ah, Shoot Glass. Und wir haben hier unten auch Shoot Glass. Ein paar Mini-Coffee-Cups haben wir. Okay. Schauen wir halt mal, ne? Ups. Okay, jetzt haben wir offen. Wir haben sogar Free Wi-Fi, ja? Cool. Ah, und die erste Tante kommt. Hallo, guten Morgen, wie kann ich dienen? Einen Coffee First Order. Take a mini hot cup from the cup holder. Okay, name writing is optional, is not affecting the customer satisfaction. Okay, das heißt, ich kann hier irgendwie ein Herzchen drauf machen. Oh, ein Herzchen drauf machen, ai. Okay. Ja. Ah, Escape. Dann stelle ich das da wahrscheinlich drauf. Nee. You can't use this item on here. Okay, was muss ich... Ah. Grab a bag of coffee. Pick up. Dann fülle ich das... Arrow filling, you can use the arrow key to transfer in-game items and liquids from one container to another. Okay, close. Das heißt, ich muss den jetzt hier rein tun. Okay, und dann kann ich das da oben wieder draufstellen. Alles klar. Dann. Okay. Operate the manual grinder and grind the coffee beans. Grind. Press E. Ah, okay. Dann transfer the grind coffee beans into the portafilter. Okay. Place portafilter to the espresso machine. Input a slot. So, das dann muss ich wahrscheinlich dahin stellen. R, pick up. Und E, interact. Okay. Place the shot glass. Mhm. Turn on the espresso machine. Wait for the espresso machine to be ready. Okay, dann warten wir halt mal. Ist schön, dass du Zeit hast. Ich mache das nämlich das erste Mal. Wenn du magst, du kannst mir gerne deine Telefonnummer hier irgendwo aufschreiben. Nur, ich rufe auf jeden Fall an. So. Was ist nun? Ah, okay. Die ist ja grün, ne? Okay, Quest Complete, Transfer Espresso into the Minicup. R Pickup. Fill. Okay, Cup is empty. Place the hot cup on the order tray. Wo tue ich jetzt das Glas hin? Hier rein oder wie? Da rein? Da hinstellen? Keine Ahnung. So, R Pickup. Bloß nicht auskippen. Hier drauf und dann auf die Klingel. Wow. Wow. Okay. After using this board, you need to clean the coffee inside. Okay. Pick up. Dann muss ich da wahrscheinlich hier hin. Nee. Empty the knockbox. The knockbox? Was ist denn die knockbox? Ah, hier. Knockbox. Okay. Look at the coffee receipt book. Können wir das erst einmal hinlegen? Interact, Moment. Ah, okay. Die können wir jetzt quasi freischalten. Oder? It's a very intense and espresso-based coffee. Mini, small, medium, big. Okay, und jetzt? Coffee receipt book, go to your home and save the game. Na gut. Halt, muss ich dann erstmal zumachen. Okay, rennen kann ich jedenfalls nicht, aber das ist ja egal. Wir haben eine heiße Temperatur. Die muss ich aufmachen, die Tür. Und dann müssen wir hier sleepen. Nee, safen. So. Oh, man hat sogar mehrere Save-Slots. Das ist cool. Errungenschaft freigeschaltet. Complete Tutorial. Okay, dafür haben wir 500 Dollars gekriegt. Das ist doch nice. Kaffee Status Closed. So, ich denke aber auch, dass ich erst einmal ein bisschen Zutaten kaufe, oder? So, read. The real barista here. Hey. So, Supply. Quality 50%. Ich würde sagen, wir tun auf jeden Fall nochmal Kaffeebohnen mit rein, ne? Das ist ganz klar. Kenia Coffee. Bohnenstandard. Milch. Wie schaut es denn da aus? Small Milk. 15, 20, 25. Das kommt drauf an, wie viel drin ist, ne? Ob sich das lohnt. Medium Milk Premium, Big Milk Standard. Ich denke mal schon, dass das sich lohnt, oder? Hier mit einer vernünftigen Milch. So, Cups. Können wir hier nochmal welche reintun? Sirup? Nein. lassen wir mal, aber es ist nice zu wissen. Creams. Ja, Food and Snacks, das kommt dann dazu, okay. Und Others sind die Filter Coffee Paper. Okay. Machen wir erst einmal hier, $85. Order. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die Order kommt. Interact kann ich nicht. Das Ding ist on. Espresso Doppio Triplo. Oh, die brauche ich ja dann auch, die Becher, ne? Warte mal, dann gehen wir da nochmal drauf. Shop. Nicht die Grinder. Grinder, das ist natürlich schon nice, wenn wir die dann mal freischalten können. Kettles, Chucks, Cops. Gut, dass wir hier nochmal jeweils welche nehmen. Mini, Small, Medium. Warte mal, bleibt die gespeichert? Espresso, Doppler, Dripping. Nee, bleibt nicht gespeichert. Ja, nehmen wir die halt mal, ne? Ah, das hat's doch gerechnet. Okay, dann machen wir... Ja komm, das reicht eins jetzt erst einmal. Order. So, gucken wir mal, die ersten Sachen sollten irgendwann mal kommen. Ah, Next Cargo. Ich sehe so ungefähr, sind so 2 Kilometer, so wie es ausschaut. Hm. Kann ich da irgendwas machen? Nee, ne? Okay, der erste Cargo kommt. Oh, da ist er. Okay. Alles klar. Was habe ich jetzt da? Muss ich das jetzt da rein tun? Ja. Und der nächste kommt in 900 Metern. Alles klar. So. Und mein Kaffee ist jetzt wo? Ich habe jetzt da unten ganz viele Kisten drin. Hocken kann ich mich nicht. Das Sink ist empty. Pick up. Information was? Cannot be placed here. Warum nicht? Kann ich das nur dahin placen, oder wie? Na gut. Dann warten wir mal, ne? Ganz kurz. Es sind nur noch 300 Meter. Cargo Time. Achso, da oben steht ja auch die Zeit, wie lange es braucht. So, wir könnten dann eigentlich mal öffnen. Okay. Interact. Ah, das füllt es dann automatisch auf. Okay. Was hätten wir denn gerne? Einen Kaffee. So. Pick up. Okay, Sekunde. Pick up. Da muss man sich erst einmal dran... Achso. Ständig unterschiedliche Tassen hast, das ist ja auch nichts. So. Einmal hier rüber. Pick up. Hier rein. Oh. Set the dosage button on espresso machine as double shot. Okay, einen 60 mm soll man machen. Shot. Und dann? Hier drauf, ne? Ah, okay. 60 Milliliter. Was? Wie viel ist der hier? 354. 236. 473 und 591. Okay. Dauert aber, finde ich. Da kann man ja dann im Grunde auch schon wieder vorproduzieren, solche Sachen, ne? So, fertig. Pick up. Cup is full. Okay. Glas wegstellen. Es ist halt, weil jedes... Okay. Read. This is too hot. Du musst halt langsam machen. Oh Gott. Ja. Spinnst du? Okay, warte mal. Das machen wir natürlich dann gleich weg hier. Fight, Inventory. Ah, okay. Und das muss ich dann wohin bringen? Hier. Alles klar. So, was willst denn du? Hello. Ich erkenne halt nicht, was die wollen, ne? Ich sehe halt einfach nur einen Becher. Das kann jetzt alles Mögliche sein. So, nehmen wir halt einmal die Bohnen. Hauen die hier rein. Dann einmal nehmen. Grind. So, Moment. Wir müssen dich nochmal wegstellen. So. Das muss ich ja jetzt dahin legen. Einmal nehmen. Füllen. Normalerweise muss das dann noch festpressen, ne? Was? Warum ist jetzt der Laden zu? The shop may only operate during the following hours. 8 bis 20 Uhr, alles klar. Run-Button, warte mal. Kann man die Gläser nicht nochmal nehmen? Okay, wie viel soll ich jetzt machen? Nehme Haar. Mini-Triplio. Triplo. Mini-Triplo. Triplo. 90 Milliliter. Okay, ich habe keine Ahnung. 60 Milliliter gehen rein. Gibt es da auch größere Gläser? Nee. Entschuldigung. Puh. Lassen wir halt mal laufen. Und das dauert. Das dauert wirklich lang, bis das Ding voll ist. Aber ich denke mal, dass wir... gucken wir mal, Inventory, was haben wir denn da? Gar nichts, das ist nicht viel. So, sind wir mal gespannt. 473, 206. Mich wundert das jetzt mit dem... Also er bestellt jetzt einen Mini-Triplo. So, der Triplo ist ja hier der Mini-Becher. Das heißt, der hier. Kann ich eigentlich dich da wieder... Cannot be placed. So. Pickup. Fill. Zack. So. Jetzt müssen wir nur kurz warten, weil das war irgendwie recht heiß. Dass manche Entwickler immer für manche Sachen die unterschiedliche Tasten nehmen. Ich könnte das aufheben mit R, ich könnte das einstecken hier mit R, ich könnte Interact mit R, ich könnte eigentlich alles mit der einen Taste machen, ne? So, 85 Grad, dann einmal hin und einmal, was war jetzt? I don't want to be here. Ja, und was sagt mir das jetzt halt bitte? Keine Ahnung, ne? Okay. Dann gehen wir halt mal schlafen. Immerhin schon 23 Uhr, ne? Und wenn das jetzt unbedingt sein muss, dann bitte einmal save. Jawohl, und dann einmal Interact und Sleep. Das finde ich nicht schlecht, dass man das dann auswählen kann, dass ich sagen kann, okay, 8 Uhr mache ich den Laden auf, dann schlafe ich jetzt bis um 6:30 oder 7 oder so. Dann habe ich auf jeden Fall noch Zeit, auch Bestellungen zu machen oder den Laden aufzuräumen. Hier. Und dann, da muss ich mich dran gewöhnen, mit der Space-Taste das zu machen. Ich weiß ja warum. Jeder andere macht das mit der Tab-Taste oder so. Oder viele machen das mit der Tab-Taste. Und der kommt jetzt mit Space daher. Okay. Ja. Schauen wir mal, wie ich mich jetzt halt nochmal schlag. Ich probiere es jetzt natürlich nochmal. Okay. Geht nicht. Ich habe doch Kaffee auch noch bestellt, oder nicht? Schon Moment, Supply, Milk, Cups, Scrubs, Shop, eine Filterkaffeemaschine. Okay, Level Coffee. Grind Coffee Beans 10 times. First Day. Errungenschaft freigeschaltet. First Day. Kann ich jetzt halt öffnen? Kann ich jetzt öffnen, ja? Okay. Und schauen wir mal. Ja, da ich keine Ahnung habe, wie viel ich jetzt da immer irgendwie reintun soll. Weil anscheinend sind es ja immer die 30 Gramm. Hello, du willst einen Mini-Espresso. R, F und E. So, und dann wieder R. Wegschmeißen. Da wieder E. Dann nicht Run-Button, sondern das Ding hier. Und Interact. Okay. Dann können wir das jetzt mal laufen lassen. Aber ich denke mal, dass das reicht. Hier. Denke ich. Hoffe ich. Interact. Wir tun mal den Becher daher. Oh mein. Und der hat auch noch 95 Grad, deswegen hat sich die eine ja beschwert. Na gut. Was will man denn von dem Anfänger erwarten? Also ehrlich. Und es dauert. Zum Glück haben die keine Zeit laufen, weil das würde mich dann total stressen. Was ist denn jetzt? So, einmal einfüllen. Wir haben immer noch 94 Grad. Gut, dann können wir hier das Glas wieder reinstellen. Pickup. Wie? Pickup. Ah, okay. Open your inventory. Add items in your inventory to pick up an item. First press R key, then press the escape key to add the item in your inventory. Okay. Will ich aber nicht. Ich will es ja hier... Okay, ausleeren. So, dann Kaffee. In den Grinder. So. Zack. Wir können... 79 Grad hat er jetzt. Hä? Was nu? I'm waiting 2 days for just a coffee. Jo, mei. Was soll ich denn machen, gell? So, einmal R, einmal E. Du willst einen Mini-Espresso, das passt ja dann. Dann würde ich sagen, einmal einschalten. Wir stellen uns gleich den nächsten Cup her. Okay, es laufen immer 60 Milliliter durch. Und da kann man wirklich lange warten, ne? Na gut, wir können ja die nächsten Kaffeebohnen schon mal nehmen und hier einfüllen. Und dann müsste ich eigentlich auch schon wieder Kaffee bestellen, ne? Bist du fertig? Pick up. Fill. Gut, können wir das gleich wieder hier reinstellen. Pick up. Jetzt steht keine Temperatur mehr da, also... Ah, gut. Endlich mal richtig gemacht hier. Und sogar eine Tippbox. Not enough money. Hallöchen. Ein Doppio. Moment, den Doppio, den muss ich nochmal gucken. Der Doppio, Receipt Details. The name Doppio means double in Italian and refers to a double shot or 2 espresso shots. Okay. Das heißt, ich muss hier wieder umstellen. Oh meine Güte, das Handling ist ja übelst. Sorry dafür, aber es ist wirklich umständlich ohne Ende irgendwie. So, dann hier reinfüllen. Vor allem, weil du halt, wie ich schon gesagt habe, so verschiedene Tasten hast. Das heißt, irgendwie muss ich mich immer wieder jetzt orientieren, wie ich jetzt wo und was. So, dann einmal Run-Button. Wir schnappen uns einen Becher und warten wieder 10 Minuten, bis das durchgelaufen ist hier. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich bin mir nicht so sicher. So, den Kaffee kannst du eigentlich auch da herstellen, weil es egal ist. So, dich können wir gleich mal grinden. So. Bist du jetzt fertig? Immer noch nicht, ne? 95 Grad. Wir machen, wenn das auch durchgelaufen ist, sofort leer, schütten dann den Kaffee in den Becher und dann sollte das von der Temperatur auch passen. Jawohl, Skill unlocked, 10th Shot. So. Pick up. Fill. So, dich können wir gleich wieder draufstellen. Okay, die war auch zufrieden. Read. Great, great, great. The best place I ever seen. Alles klar. Schauen wir mal, was unser Monsieur hier dann gleich sagen wird. Und das wird dann auch jetzt erstmal unser letzter Kaffee sein, würde ich sagen. Kann ich das auch alles mit der Taste machen? Was willst du überhaupt? Einen Mini-Espresso, okay. Das heißt, wir brauchen nur einen einfachen. Ich kann das auch mit Linksklick machen. Das ist natürlich dann auch interessant. Außer das Aufheben. Okay. Also aufheben kann ich wirklich nur so. Und auch nur füllen. So. Dann nehmen wir einmal den da. Leeren ihn aus, legen ihn gleich hin. 93 Grad. Wir brauchen noch einen Becher. Den Becher kann ich auch mit Linksklick nehmen. So. Fill. Und der passt auf jeden Fall nicht, das weiß ich jetzt schon. Aha. Ah doch? Naja, dann. Habe ich jetzt eigentlich noch Kaffee? Tschüss. Tschüss. Na. Okay, warte mal. Dem geben wir jetzt ein... 10 Gramm habe ich noch, ne? Ach nee, da habe ich ja was drin. Stimmt ja. Grind Coffee Bean, great. Fill. So, dann einmal dich nehmen. Hier rein. Und du willst ja einen Mini-Triplo. Ein Espresso-Based Coffee. Okay, keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Kannst du loslaufen? Ja. Ich lasse halt einfach mal so 2 Espresso-Dinger jetzt hier reinlaufen. Also die Dauer ist auch ein bisschen schade. Ups. Schauen wir mal. Ich kann aber... sonst nichts machen, ne? Achievements. Einmal unlocked. Sale Master. Sell 100 Items. Skillung. Okay, Kaffee Skills können wir upgraden. Tipbox. Mhm. Social Relations, Management, Barista, Cargo Master. Also es gibt auf jeden Fall einige Dingsies hier. Upgrades. So, du bist bei 93 Grad, dann warte mal. Okay. Ja, ist okay. Was hat jetzt der gehabt? I'm freezing in this field. Hell? Okay. Bills, Rent. Ah. Okay, das kann ich dann auch zahlen. Okay, das finde ich in Ordnung. Hier kann ich halt mein Zeug kaufen. Hier kann ich Ausrüstung. Da kann ich Kessel sogar kaufen. Teekessel oder was? Jux. Tassen. Okay. Mini-Fridges. Eismaker. Knockboxes. Weiß nicht, für was ich da andere Knockboxes. Wahrscheinlich dann der Inhalt kann ein bisschen mehr sein. Small Carafe. Decorations. Okay, also man kann hier schon gut auch was einrichten. Heizkörper. Paintings, okay. Es steht halt nur, dass man es an die Wand hängen kann, aber mehr nicht. Die Tipbox, okay. Wi-Fi, Wi-Fi. Noch mehr Wi-Fi. Oh Mann. Extra security means increases the popularity. Okay. Also, es gibt einiges zu tun hier. Ich bin mir sicher, dass ich nochmal einen Part mache. Mal schauen, wie ich mich hier weiter anstelle, weil bisher, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ich den Unterschied hier machen soll beim Herstellen. Ich habe jetzt eh keinen Kaffee mehr. Bezüglich dieses Triple und so weiter, ne, das kann ich ja nur hier machen. Und der hätte anscheinend bei dem Triple die Doppeltasse gebraucht und nochmal eine einfache. So, und das Problem ist hier, ich kann auf jeden Fall nichts vorbereiten. Also wenn ich hier was mache, dann muss ich das direkt machen und heiß machen und so weiter. $46 waren da drin in der Tippbox. Wow. Okay, alles klar. Leute, wenn euch der Part gefallen hat und wenn ihr das Spiel selber habt und ihr das auch spielt, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also und wenn es gefallen hat, dann natürlich gerne bitte ein Like da lassen. Das hilft mir sehr. Okay, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.